Präsentiert von empinio24.de, Ihrem Online-Möbelhändler aus Detmold. Der TBV Lemgo verpasst gegen HBW Balingen-Waldstätten zwei ganz wichtige Punkte und den Sprung weg von den Abstiegsrängen. Dabei sieht es anfangs richtig gut aus für die Lemgoer. Die Abwehr steht und vorne scheppert es. Erst nach 8 Minuten kommen die Gäste zu ihrem ersten Tor. Auch die Abwehr der Gäste packt gut zu. Die Lemgoer spielen ihre Angriffe lange aus und warten auf die Lücken. Das klappt gut, dann aber will der Ball einfach nicht mehr rein. Die Würfe der Lemgoer gehen entweder an den Pfosten oder an den Gästetorwart. Balingen kommt wieder ran und schafft den Ausgleich. Mit 10:10 geht es in die Pause. Zu Beginn der zweiten Hälfte läuft es beim TBV auch vorne erstmal wieder besser. Hermann und Manson treffen und bringen Lemgo wieder auf 2 Tore vor. Balingen bleibt aber dran. Beim 15:15 ist das Spiel wieder offen. Balingen ist wieder drin, Lemgo eher raus aus dem Tritt. Die Gäste gehen zum ersten Mal in Führung. Beim 16:19 zieht Kehrmann die grüne Karte. Das ändert erstmal wenig, der TBV macht es sich im Angriff selbst schwer. 10 Minuten vor Schluss kommt dann nochmal ein Funke Hoffnung auf. Teuerkauf und Hornke bringen Lemgo auf 2 Tore ran. Die nächsten beiden Angriffe gehen allerdings voll daneben. 2 Bälle verschenkt und damit 2 Punkte an die Gäste aus Balingen. Der TBV verliert 20:23.